herzlich willkommen zu einem neuen glorreichen Company of Heroes 1 Video. Meine Wenigkeit nennt sich Fanatic und der Kollege, der Meister der süddeutschen Relativsatzbildung, castet heute mit mir und das ist niemand Geringeres als No Lucky Strike. Hello. Los. Das müssen wir noch im Englischen genauso schön hinbekommen, dann können wir mit unserer internationalen Karriere voll durchstarten. Ja, also ich habe mir jetzt auch schon so ein Englisch-Wörterbuch bestellt, ne? Damit ich da immer schön das bringt's kann. Voll, wie du da mitten im Cast anfängst, da einzutippen. Schneller laufen, schnell. Okay. Ja. Ja. Also, was machen wir denn jetzt? Ja, wir schauen uns ein Spiel an auf besonderen Wunsch mit Nebel des Krieges und bei 16 Sekunden startend. Und zwar offensichtlich auf Schienen und Metall mixed Alliierte, wobei ich hier den Briten zuschaue, gegen irgendwas. Ich gucke dem Amerikaner zu. Meiner heißt Käsehobel. Wie heißt deiner? Algo. Käsehobel kommt mir sogar bekannt vor. Ja, ich glaube, ich habe mit meiner Freundesliste. Egal, ist also Deutscher, sag mal. Ne? Ja, denke ich doch mal. Auf jeden Fall. Okay, also runterzählen und dann anfangen. 3, 2, 1 und los. 17, 18, 19 und 20. Ja, okay, das habe ich auch so. Also, bei mir sind es zwei Pioniere in 2 Barracks. Ja, das ist ungewöhnlich. Wobei, was ich jetzt auf der Startposition neuerdings auch ganz lustig finde, ist WSC-Spielen. Das habe ich früher nie gemacht, aus Prinzip nicht. Aber mittlerweile finde ich das ganz toll, weil dann kannst du den Wehrmachtler hier unten übelst verarschen, da kriegst du deinen Treibstoffpunkt einfach niemals. Ja, was ich auch früher gerne auf der Map gespielt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel oben Wehrmacht, genau da wo meine US-Position ist, ich habe meine zwei Pios sofort auf den unteren Vierpunkt gezogen und bin sofort mit einem MG runtergerusht. Das hat auch immer sehr gut funktioniert. Aber wir sind hier bei US, also Riffles kommen raus. Was kommt denn bei dir so als erste Einheit von den Briten? Ein Britentrupp. Oh, und sehr Kurier. Interessant. Sehr interessant. Also die Variation, die wo der Brite in seinem Haku hat, die ist einfach phänomenal. Ja, das stimmt. Aber das ist, man muss ja mit dazu sagen, dass die Briten ja, also hauptverantwortlicher Designer ist ja niemand anderes als, wie heißt der, Quinn Duffy, glaube ich? Also der Mann, der auch COH2 gemacht hat. Ach, deswegen ist auch COH2 so gut. Ja, und deshalb sind auch die Briten so gut. Also wir sehen hier den Wehrmachtler, wie er capped. Haben wir ja noch nicht. Gott, ist das spannend. Sehr starkes Capping. Sich erstmal den ganz wichtigen strategischen Punkt holen. Das macht der Wehrmacht. Muss man schon mal sagen, es hat das sehr gut gemacht. Da hat er alles richtig gemacht. Aber da kommen ja auch schon die Volks. Also jetzt wird es hier der erste Kampf. Und die erste Kugel ist geschossen. Boah. Richtig stark. Aber der Briten, der macht das schon gut. Ja, der Amerikaner rechts, der guckt erstmal, was könnte er machen. Ja, will jetzt, glaube ich, den Briten in der Mitte überstützen. Läuft über rote Cover. Aber geht nicht in den Kampf. Ja, das ist voll interessant, wie sie einfach überhaupt gar keinen Treibstoff haben wollen. Das ist zumindest mal ungewöhnlich. Wer, die Amerikaner, die Alliierten oder die zwei Achsen? Ja, die Achsen haben ja schon, aber die Alliierten. Ah, okay, der rechte Typ ist auch ein Wehrmachtler, also wir spielen hier gegen Mixed Allies gegen Doppelwehrmacht, scheint so. Aha, Schwimmwagen und Grad und Volksgrenadiere und also wir nicht haben so gut gegen Team. Wir haben jedes leichtes Fahrzeug, wo es oft in diesem Spiel gibt, bis auf PE. Carrier, Schwimmen, Krat und... In der Tat. Tja, das sieht der Schwimmwagen doch eigentlich ganz schlecht aus, oder? Ja, das... Ja gut, machen wir mit dem MG, das funktioniert dann ganz gut. Der Carrier fährt er weg und jetzt fährt er zu seinem Haus zurück mit seinem Pius drin und mit dem MG. Die Allies cappen jetzt auch erstmal ihren Fuel. Der Brite sitzt schon, hat natürlich auch schon ein Mörserpit gebaut. Kommt er damit bis zum Haus? Ja. Ja! Wow, offensichtlich, nicht schlecht. Kein schlechter erster Schuss. Und ein Pio-Fulkel gemacht. Nicht schlecht. Aber ich hätte jetzt fast gesagt, dass er nicht hinkommt. Ja, dachte ich jetzt eigentlich auch. Das scheint mir ein bisschen weit weg, so gefühlt. Es gibt ja immer ein paar Schüsse, die fliegen weiter und ich glaube, das waren jetzt gerade so ein bisschen lackabhängig. So, der Ami hat unten den Fuel abgekattet, sehr schön, aber der Wehrmachtler kommt da natürlich hin. So, und der Jeep fährt jetzt etwas in eine dumme Position into ein MG, Volks und ein Biker. Ja, sehr schön geblockt hier. Was für ein toller Wehrmachtspieler.
Ja, Gut, und was für ein behinderter amerikanischer Typ, der es nicht wirklich Ja, der hinbekommt, fährt da richtig echt ein zu bisschen fahren. ziemlich Müll dahin, ja. Ja. Aber er kriegt irgendwie auch keinen Motorschaden. Also der Ami hat schon Lack. Rechts ein Brand Carrier, die Cap, den Fuel. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und auch sehr ärgerlich, dass der Jeep jetzt in der Oh, Base der von bleibt Briten einfach fährt. stehen. In der Base von Briten fährt, wo keine britischen Einheiten drin sind. Ja. Wäre doch Ja. einfach weitergefahren. Ja, der Jeep ist jetzt tot. Es kommt jetzt ein drittes Rifle Squad raus. Und hier kommt ein Lieutenant. Das ist natürlich sehr überraschend, dass man den sieht. Sieht man immer seltener. Ein Carrier. Wird wahrscheinlich bald zu einem Brennan, würde ich mal so behaupten, oder? Wo ist er denn überhaupt? Ja, da in Da. der Mitte Ach bei dem so. Fuel. Ja, genau, das wird er. Oder wird das, ja, wird das so. Könnte aber vielleicht noch vom Kollegen mal reparieren lassen. Ich glaube, hier oben machen die eh gerade Kuppenkappen. Stimmt Was sie jetzt allerdings, auch gesehen haben. also das musste mal echt. Also sowas darf man. Okay, jetzt ist es weg. Auch sehr viel Next. Nitrat hier. Wunderschön. Oh. Rechts bei dem Treffstoffpunkt. Ja, das ist nicht schlecht von dem Wehrmachtler, weil dadurch kann der Amerikaner nicht so leicht von der Seite reingehen. Was mir auch gefällt, ist, der war ja in der grünen Deckung drin, ist bis dahin nicht fertig geworden, denke ich mal. Was mir aber übelst auf den Sack geht, sind die Leute, die hier hingehen und diese Creme mit Panzersperren und sowas zubauen. Ich hasse das. Ja, das machst auch du. Ich mach das ja nie. Ach so, du machst das nie oder du machst das Nee, ich flimmiges? mach das nie. Warum soll ich das tun? Das weiß ich jetzt auch nicht. Die Brands zerhäckseln einfach bloß die Volks. Das ist jetzt sehr, sehr schlecht für den linken Wehrmachtler. Beide Volks und Low Health. Na, steht er halt schön in seiner wunderbaren schweren Deckung und mit dem Leutnant und so, das ist natürlich sehr stark, aber ich weiß nicht, der Kollege hier, der hat irgendwie nicht so die Lust, den Carrier zu reparieren, wie es aussieht. Der Ja, das könnte ist jetzt ein. natürlich auch eine kleine Party feiern, wenn er einfach mal lieber in den Volksgrenadier reinfahren würde. Könnte Ja, gut mit sein. dem Brand and Brand, da könnte man locker Chills auf jetzt machen. Oder ein Wehrmachtler hat einen Bunker gebaut, ich bin mir nicht sicher, von wem der jetzt ist. Neben dem Bike. Ja, der ist von dem Linken. Ja. Ah, stimmt, ich habe Erfahrung. Und ein Sniper vom Linken. Und Oh, ein der kommt Truck aber mit gar. Vollspeed. Der Ja, ist aber wahrscheinlich auf dem Berg. der Sniper ist ziemlich nah zu dem Scout-Turbo in Range. Okay, der Scout-Turbo hütet sich. Gesehen. Der Carrier steht übrigens links auf einer Mine. Sehr guter Platz. Oh, die Rifles Bars sind aufgepoppt. Die Rifles rennen rein. Mitten im Brand Support. Also, das könnte böse für die Achsen sein, weil ich glaube, ich sehe hier bloß linke, vom linken Spieler, vom linken Wehrmachtler Einheiten. Also, der wird ja Ja. schon fast gedoubled hier. Bike sieht schlecht aus. Ziemlich schlecht. Oh, und der Sniper ist auch in Trouble. Der tanzt sich auch nicht wirklich. Hat Hat da auch keinen Bock drauf. rechts kriegt er fast einen Full Kill im Haus. Sitzt schon schnell rüber zum Haus, hat schon eine Bar verloren gegen den Sniper von dem Ja, anderen der ist Wehrmachtler. jetzt schon tot. Oh, ist tot, okay. Aber der Sniper Oh. Kunde in den Bunker gesteckt. Ja, Ist halt die aber. Frage, ob er es überlebt. Boah, nein. Ja, ist tot. Okay, aber dafür das Rippetop ist wieder in Low Health. Mal gucken, vielleicht wird's. Jetzt kommt der andere Wehrmachtler auf und noch ein Full Kill. Hervorragend. Und vielleicht sogar noch einer. Yes. Also, das war ziemlich bitter. Der Dings, der Ami hat nur noch zwei Riffle-Typen von seinen zwei Squads und nur noch ein Pio-Squad. Also, der bekommt jetzt ein ordentliches Income. Ja, das hat sie. In der Tat, das hat sehr gut funktioniert. Ja, aber jetzt kommt es natürlich darauf an, dass das irgendwie in Map-Controller umgemünzt wird, ja? Dass wir hier auch was davon haben. Also der Push war jetzt nicht so zugunsten der Alliierten, würde ich mal klappt behaupten. Ein Bike ist gestorben. Ein Sniper ist gestorben, aber dafür zwei Riffles zu verlieren. Ich glaube, nein, warte, ich glaube, es sind sogar drei, weil in dem Haus. Hat er jetzt In in dem dem Haus Haus, einen das war der geklaut? dritte, ja. Ja, also Junge, das dann. war der Scharfschütze. Was? Was? Und er hat eine Bar verloren, also. Und es kommt ein Vickers hoch in die Siegmarke, aber was ich mich fragt, warum cappt keiner von den Alliierten den oberen linken Fuel? Also nach ein paar Minuten sollte man ihn schon mal gecappt haben. Ja, ist eigentlich so ein klassischer Job für den Amerikaner, aber der möchte gerade diesen Munitionspunkt hier haben, wie es aussieht. Ich würde doch mal behaupten, dass der Brite auf Artillerie gegangen ist. So einen von den CP sollte er eigentlich mehr haben, als er im Moment auf dem Konto hat. Und da wird er wahrscheinlich hier Ja, kann gut Reichweite sein. genommen haben, weil er kommt bis hier vorne hin. Also so weit kann der Mörser sonst definitiv nicht schießen. Ja, aber wie gesagt, man kann mit dem Mörser immer durch, wenn man einfach mit dem Zielkreis so weit es geht möglich zielt, dann kann man immer noch ein bisschen weiter aus der Range rausfahren, ein paar Random Shots. Ja, aber bis vor das Haus hier vorne, wo der Bunker steht. Oh, das.
Früher war es ja noch mehr. Gut, früher war ja alles besser. Ja, außer die Briten, die waren damals schlimmer. Ja, da haben wir auch Korrekt. die Bar wieder. Ich hätte noch einen Abnehmer gefunden. Ah, Gott sei Dank. Und einen Scharfschützen. Ja, aber das sieht im Moment tatsächlich mal ziemlich gut aus für die Alliierten, komischerweise. Also zumindest was jetzt hier so Punkte angeht, ne? Viel mehr können sie ja kaum noch haben. Ja, sie haben eigentlich schon die komplette Map eigentlich. Haben jetzt natürlich Probleme, gerade dadurch, dass der Amerikaner so drei Fullkills bekommen hat. Aber das kann der Brite noch ausgleichen, weil er hat ja noch nichts verloren. Außer seinem Brand Carrier und baut jetzt eine Artillerie. Oh. Ja, das ist ganz lustig. Gerade wenn der Gegner so weit zurückgedrängt ist, ist das immer ganz amüsant. Jetzt baut er hier oben Draht. Auch ganz lustig. Und auf jeden Fall gegen zwei Wehrmachter, die wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr defensiv mit zwei Snappern spielen. Ja. Und das komplette Wehrmachtspiel ist irgendwie auch auf MGs aufgebaut, weil die Wehrmachter lassen sich immer wieder zurück zu ihrem einen MG fallen, wo dann alles pinnt. Also das ist jetzt nicht schlecht von denen gespielt. Ja, bleibt ja auch nichts anderes übrig, wenn man sich überlegt, wie wenig Wenn man Kartenkontrolle sich die noch anguckt. haben. Ja, das stimmt allerdings auch. Der Ami hat einen WSC hochgezogen und Old Supply hat eins. Interessant. Ja gut, ich denke mal. Hat auch drei Rifles jetzt wieder, also. Na, wobei Treibstoff ist schon eigentlich ganz gut reingekommen, oder? Für die Bis jetzt auf die. Alliierten oder für die Achsen? Ja, auch für die Achsen. Ah, da kommt ja ohnehin gerade der Puma. Das heißt Ja, ja. also wie ich das gesehen habe, haben die Alliierten, die Achsen den rechten Flügel nur ganz kurz mal verloren gehabt. Ja. Aber was man jetzt dazu sagen muss, der Ami hat wirklich null Kills auf allen drei Rifles und keine Kills auf einen Pionier, also. Also das ist in puncto Wett sehr, sehr, sehr schlecht. Tja, das kann dann halt im Einzelfall mal vorkommen, wenn man seine Einheiten verliert. Und aber jetzt kommt auch ein Scharfschütze für den Amerikaner. Ich glaube, der versucht jetzt einfach mal die Ami-Sniper zu countern. So, der Puma ist auf dem Feld, aber da ist bestimmt auch schon irgendwo ein Piat-Squad. Also ist der Puma. Ja, schon länger, ja. Ja, der Puma kann jetzt da nicht wirklich viel ausrichten durch die. Der Amerikaner könnte ja Stickies haben. Hier liegen wahrscheinlich auch überall Minen beim Amerikaner. Ja, liegen welche. Und mit den Brands und mit den Piats ist ein Puma einfach sehr schnell tot. Deswegen kann der Wehrmachter da gar nicht so viel tun. Oh, ein Sniper aufgedeckt. Er rennt. Ja, Hat für Glück mehr gehabt. hat's leider nicht gereicht. Ja, hat Glück gehabt. Jetzt Kann kann der der Puma Puma. zumindest mal ein bisschen was machen? Ja, Nebelwerfer vielleicht. Wir werden sehen. Der Wehrmachter holt sich jetzt Stickies und. Der erste Sniper ist draußen und ein Pio rennt zurück. Wahrscheinlich kommt jetzt mal hier. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, Stickies sind immer wichtig. Und weil es ist immer besser, Stickies recht früh zu techen, weil meistens dann bräuchte man sie eigentlich im Late Game und dann hat man keinen. Das ist immer sehr, sehr, sehr ungünstig. Oh, der Puma ist in der Mine gefahren, links. Motor zerstört. Wo denn links? Aber ganz links da, wo die Volks gecapped haben, da siehst du doch so einen Krater. Ach, da hat alle eine Mine, echt cool. Ja, aber das war meines Erachtens ziemlich schlecht vom Briten. Er hätte das sehen müssen und sofort mit seinem ganzen Blob hinrennen müssen und versuchen können, mit dem Piaz das Ding zu fullkillen. Ja, wäre vielleicht ganz vernünftig, aber er ist halt gerade irgendwie rechts beschäftigt. Ja, aber sowas muss man sehen. Und So, liegt oder? aber auch Mine, ist auch ganz interessant. Ja, das ist echt schön von dem von dem Britenspiel, der mal nie liegt. Das ist sehr interessant. Sehr, nicht gerade sehr. Wird nicht sehr häufig gemacht. Der Ami hat übrigens schlappe 500 Muni auf der Bank. Also Nicht schlecht. Der wird Britta hat wahrscheinlich, ich denke mal, er wird 300. Arti gehen. Weil er hat jetzt drei Punkte. Oh, es kommt ein T3, wird hochgezogen. Also ganz klassisches Spiel, schön defensiv ist wahrscheinlich Pax oder ein Greyhound. Nicht zu riskieren. Nur ein bisschen auf die Artillerie vertrauen und auf den Britenblock. Hört ja auch. Der gönnt sich jetzt nochmal einen Pionier, aber kauft keine Upgrades dafür. Auch in Vielleicht Ordnung. Aber ich spiele Munitionssammlung? halt auch recht, naja, mit 300 irgendwas Munition auf dem Konto. Okay. Was halt auch ganz interessant ist, ist, dass er doch relativ konsequent auch auf die VPs gehen, ne? Ja, also das merkt man echt. Die Alliierten haben noch keinen Victory-Punkt verloren. Die Deutschen haben schon 200 verloren. Also, das wird ziemlich eng wahrscheinlich. Also das, nein, nicht, das wird nicht eng, das ist ziemlich konsequent für die Alliierten auf ein schnelles Spiel ausgelegt.
Ja, in der Mitte hat man gerade versucht, hat der eine Wehrmachter versucht, einen Bunker hochzuziehen, aber das hat ja überhaupt keinen Sinn. Der Sniper hat bis jetzt noch nicht einmal geschossen, wartet wahrscheinlich immer auf noch einen Counter-Sniper. Es kommt jetzt auch eine Pack. Auch nicht ganz unvernünftig, der weiß ja, dass da zwei unterwegs sind. Er muss ja auch gar nicht unbedingt schießen. Der Aber, ist ja nur wirklich nur da, um andere Sniper zu bekommen. ja, weil die. Also die. Ich würde mal so ganz klar behaupten, die Alliierten dominieren das Spiel schon sehr extrem jetzt. Zwei Pumas und immer noch kein Nebelwerfer. Also ich hätte schon längst Nebelwerfer mal gezogen, also. Schon komisch. Gerade wenn man gegen so passive, gegen so defensive, denn nicht so gegen zwei Placements in der Mitte spielt, sondern man sich schon mal Nebel kaufen. Oh, Victor-Ziel! Ja, auf Oder dem Schwimmwagen. dieses Captor-Ziel, dieses Captain-Ziel. Von der Sache her nicht schlecht, dass das benutzt wird, Ja, aber. es ist immer gut, weil man dadurch zwischen, wenn die Arte gerade geschossen hat, kann man damit gleich wieder schießen. Das ist echt nicht schlecht. Na, es lohnt sich Aber. natürlich auch, wenn man mehr Artillerie als nur eine hat und Mörser und solche Aber. Sachen. Aber es ist ein bisschen dumm, dass er gerade wirklich in seine eigene Arte Ja, reinrennt. Oh mein Gott! Also. da hat er doch einen kleinen Fehler gemacht, aber vielleicht wollte er Das einfach hat er diese wohl Piat. vergessen. Die Pia an den Wehrmacht einfach mal überlassen. Ja, Oder weil er vielleicht hat sollte ja der schon Ami sie auch Erfahrung. einsammeln. Rechts ein Sniper immer noch. Zwei Pumas und Stuka! ein Nebelwerfer, oder? War das ein Stuka oder ein Nebel? Rechts Ist ist es vorne beides, Stuka. beides, beides. Rechts Stuka, links Links Nebel. ist Nebelwerfer, ja. Interessant. Ja, Artillerie immer gut, ne? Ja, und die Wehrmacht packt da unten, verrät sich auch, weil sie sich nicht mehr tarnt. Aus irgendeinem Grund. Oh, ich glaube, es gibt gleich einen Counter-Snipe. Oh! Sehr Gab schön, es? sehr schön. Echt? Ja, rechts, ganz rechts. Ah ja, da liegt was, da liegt was. Ja, das ist definitiv ein Scharfschütze. Definitiv. Da hat er einen Fehler Das gemacht. Ist auch immer sehr. Ja, ich finde das. Die Deutschen, die wussten einfach nicht, dass da ein Ja, TT, dass da ein klar. Snipe auf dem Feld ist. Der Weil hat ja das. ewig nicht geschossen, der hat ja einfach nur Er hat gewartet, nie geschossen, aber also war er schon hat. geschickt. Ja. Er hat Konsequenz durchgezogen, würde ich sagen. Und eine Mine gleich noch gelegt und der Schwimmbank ist auch da. Ah, aber jetzt hier Ritterkreuzträger, Oh, das ist doch schon schon mal sehr T4. gut. Okay. Oh, und die Flamer einfach im Haus gekrittet. Ja, das ist auch wild. Einfach mal getötet. Die Volks haben jetzt eine Piat und eine Bar. Auch interessant. Tja, die Und ein. bestausgerüstetste Einheit der deutschen Wehrmacht. Ja, ein Hilft Schreck aber auch mit. nichts. Er hat versucht mit Schrecks und mit der Piat auf den Louis zu fokussen. In der Nate hätte er nicht rausgehen müssen, also. Na, hätte Oh, sich. ich höre da was Dumpfes, Lautes, eine 8-8 in der Mitte. Schon? Ja, der Puma hat einen Motorschaden vom Mörser gekriegt und der Mörser sieht fast tot aus. Auch schön, wie der Wehrmachtler mit dem Pius spottet. Im Haus, in diesen lächerlichen Schuppen. Ja, aber es gibt Ja, halt aber nicht damit mehr. ist der Mörser Oh, schon mal weg. Das ist ja schon ja. mal, das kann man ja schon mal so stehen lassen. Aber die Siegmarken sind schon mit der Hälfte für die Achsen und die Alliierten haben noch nicht mal einen Siegmarkenpunkt den verloren. Also. Und da schießt die Artillerie wieder mit einer Feuerwalze Ja, einmal in die oh. Mitte. Da liegen ganz schön viele tote Körper rum. Der Puma Hauptgeschütz zerstört. War also auch knapp. Auf jeden Fall. Rechts ist mal wieder die Punkt, die Siegmarke gesichert. Ja, auch nicht so verkehrt bei 219 Tickets Ja, auf zu jeden Fall. 500. Sollte man dann mal dann drauf gehen. So, und der. Jetzt gibt es noch Ritter versus. Das Problem ist wirklich, die ganzen Riffles haben immer noch 0 Kills, bis auf. Nein, nein, nein. Zwei Rifles haben jetzt einen Kill gemacht und das andere hat immer noch 0 Kills. Also mit Wett für den Amerikanern sieht es ganz schön schlecht aus. Als hier großer Artillerieeinsatz, ist ziemlich alles, was er irgendwie Ja. am Start hat, um die 8-8er schon echt zu zerstören. Ja. Ja, der fliegt die Kugel drauf. Aber das Schade, kann dass er die Amerika. Pack nicht mitnimmt. Die hätte das eventuell auch ganz gut machen können. Wo ist die. Ist die ach so, die Amerikaner. Ja, aber der Amerikaner war, glaube ich, gerade recht sehr beschäftigt, weil er da gerade ein bisschen pusht. Und somit konnte es nicht machen wahrscheinlich. Aber jetzt killt er auch mal wenigstens was. Also er könnte vielleicht mal in näherer Zeit mal Wett 1 auf seinen Riffles kriegen. Bevor das Spiel dann doch irgendwie vorbei ist. Ja. Okay, der Sniper ist schon Wett 1. Also er hat wenigstens eine Wetteinheit. Und der Flamer hat 7 Kills. Also das ist auch. Der Flamer hat mehr Kills als alle Riffles zusammen, das muss man schon mal sagen. Ja, ist auch eine stärkere Einheit. Was die Pack jetzt da rechts will, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja. Oh, die Tja. 8-8, die 8-8 ist down. Schön gemacht mit Artillerie, Piaz, schön. Ja, die Rache der Entnervten. Ja, die Rache für den Mörser-Pit. Und der Wehrmacht, der kann dagegen einfach gegen diesen Britenblock bis jetzt nichts machen mit den Pumas. Die machen einfach zu wenig Damage, die Pumas.
Autscha Artillerie. Wow! Jo, oh, noch Die eine war aber Bar echt nicht verloren. schlecht. Er übersieht die Bar, er sollte die Bar unbedingt mal einsammeln, bevor der das Volksgrenadier noch mal eine Bar kriegt. Oder Oh, die so ein Grand. Die. Ritterkreuzträger mal schön. Oh Gott. Nee, zieht sich doch Oh, zurück. die Grand da in der Mitte. Ja, Oh. da hat der Ritterkreuzträger mal zugeschlagen. Oh, was hat er. Hat er was gekillt? Oh, und der hat die Bar. Ja, die Bar genommen. So, sprinten darf er jetzt natürlich auch, kein Problem mehr. Dankfett Oh, und der 1. Puma ist auch schon da. Der ist. Na, da Mal wird er wieder eins eiskalt gepinnt. festgenagelt. Ja, das ist bitter für den Wehrmachtler. Hat da aber ganz gut gemacht, der Kollege Britta. Ja, er könnte vielleicht noch versuchen, ich weiß jetzt nicht, habe nicht hingeguckt, wo er mit der Infanterie hingeschossen hat, dass er eventuell noch auf den Sniper gegangen wäre, mindestens mit dem Recon. Ich glaube, da war kein. Ach so, ja, aber ich. Ja, das hätte er versuchen können. Ja, Oh, und da haben die Captain Ritterkreuzträger, glaube ich, die Sherman. Pack leer gemacht. Ja, und ein Sherman aber auch. Ja, und damit hat Weil. der Amerikaner nunmehr erfolgreich sämtliche Gebäude gebaut, die man bauen kann. Und gerade eben noch das Medic-Tent, also jetzt hat er Ja, wirklich alle. eben alle. Jetzt nur Einfach noch. mal alle Gebäude gebaut. Oh, ein Firefly gibt es auch noch. Und man muss beachten, 133 zu 500 Siegmarken. Also die spielen schon sehr konsequent auf eine Early Win, würde ich mal behaupten. Ist die Frage, ob das bei der Wehrmacht so registriert wird. In solchen Fällen, Spielen ist es ja öfter auch mal so, dass man relativ damit beschäftigt ist, irgendwie in der Mitte so ein bisschen wieder die Füße voneinander zu bekommen. Und dann stellt man irgendwann fest, scheiße, wir haben gar keine VP mehr. Ist immer ein Dafür ist bisschen da. ärgerlich. Ja, aber dafür gibt es ja den Kommentator, der wohl immer sagt, wir haben keine Siegmarken mehr. Ein zweiter Ja, Sniper für sehr, den sehr nett. Amerikaner jetzt. Ja, Coole ein zweiter Funktion. Sniper für den Amerikaner. Da muss ich noch was dazu sagen. Das war auch das erste, wo ich bei Man of War ziemlich Probleme hatte, weil dort ist nämlich die Victory-Anzeigen noch viel kleiner. Und dort sagt dir keiner was. Aber nur nebenbei. Oh, rechts, Panzer 4. Aber die Bars, die laufen einfach mal so durch das Volkstrupp durch. Ja, das funktioniert nicht so überzeugend, aber zumindest die Siegesmarke können sie erstmal noch verteidigen und Ja, das darauf ist ja kommt es nicht ganz wahrscheinlich an. richtig. Und man muss dazu noch sagen, der Ami hat immer noch keine richtigen Kills auf den Riffles, also er macht ein bisschen was mit seinem Riffle Play falsch. Oh, der Schirm war auch lucky, da hat die Packer zweimal gegen den Schirm nicht mehr Ja, getroffen. aber er will's noch mal wissen. Aber die Pack schießt gegen irgendwas und der Ich Panzer glaube. 4 macht einen Butterschaden. Oh, jetzt stirbt er aber, oder? Oh, aber jetzt die Keys, Achtung. Naja, Oder? zur Not. Ach, Allied War Machine. Ja, er hat ja auch gerade eben so 700 Munition gehabt, also da kann man das schon mal machen. Zumindest weiß er jetzt, dass da hinten noch Nachdach gebaut wird. Oh, der Panzer 4 macht irgendwie auch ein bisschen dumme Sachen. Er schießt Ground, damit ja nicht der Schirm down geht, aber dabei bekommt er aufs Maul von zwei Fireflies. Wer hat Und denn jetzt den halt. jetzt eigentlich getötet? War das der Puma? Die 8-8 hat ihn jetzt Ach, die gekillt und 8-8. der P4, der sieht auch nicht mehr ganz so knorke aus. Na, den könnt ihr auch noch abgreifen mit den beiden Fireflies. Ja, der Riffler hat jetzt fast. Er hat noch einen Riffeltrupp verloren und hat immer noch keinen Dings. Und es sind 40 zu 50 Siegesmarken, also. Ich weiß ja nicht, was die Erwachsenen da machen. Was ist da los? Da gucken die gar nicht hin. Überhaupt nicht. Eiskalt. Jetzt! Die Deutschen hatten gerade zum ersten Mal zwei Siegmarken decapped. Und die hatten auch zum ersten Mal zwei Scharfschützen, die ja gerade mit der Briteninfanterie ein bisschen aufräumen. Oh ja. Ach, links sind zwei Sniper. Ah, okay. Oh, der Captain, der sollte sich zurückziehen. Oh, und beide Sniper down links. Sehr schön. Echt? Ja, Oh, direkt in die das Artikel. ist natürlich brutal. Ja, die Alliierten haben jetzt nach 22 Minuten ihre ersten drei Tickets verloren. Ja, im Moment haben tatsächlich zum ersten Mal die Achsen einen gewissen Vorteil, einfach weil sie einen Punkt halten und der Rest neutral ist. Also das ist schon ein Anfangserfolg. Ich finde den Schirm jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn das schafft, ihn mal irgendwie dahin zu stellen, wo die Ritterkreuzträger immer lang marschieren. Ja, der Firefly, der hat ein bisschen wenig Leben gerade, also der sollte da nicht mal aus der 8-8-Range rausgehen. Aber er kriegt noch von dem Puma nochmal aufs Maul. Der Puma, er schießt nochmal auf den Puma. Und jetzt ist der Puma wahrscheinlich in Sticky Range gleich, aber doch nicht. Ja, der kommt weg. Und noch ein deutsches Trupp hat noch eine Bar aufgehoben, also jetzt haben die Deutschen, das Ritterkreuzquad hat jetzt auch zwei Bars. Und oben Register Artillerie. Ja, das sieht er nicht. Oder Na, ist es ihm egal? ja, ich glaube nicht, dass es ihm egal ist. Weil viele Brands hatte er eigentlich nicht. Aber rechts wird wieder gepusht.
Und es sieht mir nicht so aus, wie der Deutsche das halten könnte. Aber schade, dass die Scharfschützen nicht mitkommen. Ein bisschen näher dürften sie sich sicherlich schon rantrauen. Ja, sie schießen auf die Ritterkreuze. Okay, wenn man Ritterkreuze gegen sich hat, dann sollte man den Scharfschützen wirklich vorsichtig sein. MG ist tot, das ist sehr schön. Mitte ist wieder gekappt. Und links wird oben wahrscheinlich. Wird jetzt auch wieder gekappt. Also. Da sprintet gerade der Leutnant auf dem Berg. Könnte sich jetzt mal mit einer Bar besser, ein bisschen besser ausrüsten, spaßeshalber. Das ist eine Brand. Ach ja, genau, dann halt das. Hauptsache ja. Mehr Dagger. So, die Snipers werden jetzt etwas verfolgt. Der eine ist auch mit 3 jetzt schon. Also der Army hat seine erste Einheit ist mit 3 geworden, bevor eine andere Einheit überhaupt wettbekommen hat. Auch sehr interessant. Hat seinen Schirm wieder durch alliierte Kriegsmaschine rüberbekommen, hat nur noch 300 Munition. Ja, ist die Frage, ob das. Na gut, wenn er meint, er braucht den jetzt, dann ja. Ansonsten hat er jetzt, also, glaube ich, schon 300 Munition ausgegeben, um diesen Schirm wiederherzustellen. Naja, es ist wichtig, weil er hat viel Munition gehabt und er spart gerade auf eine Kalliope. Deswegen ist es schon wichtiger, dass er den Schaum sich wiederholt. Anstatt seinen Schaum zu kaufen. Darauf habe ich ja gewartet. Und mit einem Income von 51 Munition. Oh, ich höre da was ganz Böses, eine V1. In der Tat. Wie viel? Aber die alle. Oh, die alle ist 25, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, 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 ja. Okay. Oh, ja, das ja, das hat ein bisschen wehgetan. Ja, aber nein, nicht wirklich. Also die Einheiten waren alle getötet. Ja, aber das Hauptquartier sieht nicht mehr so taufrisch aus und da kommt ja gleich was an, was da eventuell jetzt gleich mal finishen geht. Also schon nicht ganz unwichtig, gerade bei dem Ticketstand, dass sie die da einfach mal zurückgetrieben haben. Also ich denke mal, er wird eher auf die Haubitze gezielt haben, oder? Ja, ich denke mal, die V1, ich habe es nicht genau gesehen, weil ich dann auf meine Uhr geguckt habe. Auf die... Und ich glaube, die V1 ist in Saku einfach reingecrashed. Ja, er sollte eigentlich noch weiterfliegen. Naja, unglücklich ist der Firefly auch nicht da. Der war ich ziemlich nah dran. So, jetzt haben wir 3 Schirms und eine Kalliope und 2 Sniper, 2 Bars mit jeweils 4 und 2 Kills und Flamer und ein normales NG-Squad. Was hast denn du da? Einen neuen Briten-Truck. Auch gut. Ist wichtig, braucht man. Lustigerweise hat auch der Pionier die Brenner aufgenommen. Oh doch, da ist schon noch ein bisschen da, der hat... Ja gut, 2 Trupps und die beiden Piats und den Leutnant und der Captain ist anscheinend auch immer mal abgekratzt. Okay. Oh, die 8-8 sind entmannt worden. Ich glaube, die Allies, die Achsen haben wieder 2 Sniper in der Mitte. 1, 2, ja. Schon aber wieder. Knallhart nachgebaut. Ja. Ja, und der... Oh, Puma, der Lieutenant, der Lieutenant. Ja, der Puma ist jetzt auch tot. Ja, er läuft irgendwie immer mit seinem Lieutenant immer als erstes vor, das sollte er nicht machen. Ist nicht so ganz geschickt. Weil dann wird manchmal Fokus dann einfach das MG den Lieutenant und killt ihn einfach mal kurz. Oh, NG-Wagen, wie geil. Was macht der NG-Wagen jetzt hier? Er schießt auf Piaz. Ja, eventuell nicht so ganz die beste Wahl, aber... zwei Schirms, zwei Schirms. Genau, vielleicht kann er die beschießen. Oh, die 8-8 ist down. Der G-Wagen hat irgendwie mal in einem Patch eine extrem lange Reload-Time bekommen. Seitdem ist er echt nicht mehr wirklich brauchbar. Weil er schießt schon echt nicht schnell. Na, ja, keine Ahnung. Ich fand die Stuck immer ein bisschen besser, weil es halt einfach allzweckmäßiger ist. Der sie hält was aus. Der G-Wagen ist wie ein Marder, aber ein Marder ist eh scheiße, also. Ja, genau. Okay. Ja, genau, er ist einfach wie Marder. Boah, 2 Full-Unit-Kills in der Mitte, fette Artillerie. Oh. Ja, aber der G-Wagen hat die Schirms zerstört, ist danach aber auch draufgegangen. Na gut, aber das ist ja schon okay, wenn man 2 Schirms ausschaltet, darf man auch mal sich zur Ruhe setzen. Aber man muss sagen, der Amerikaner hat wieder alliierte Kriegsmaschine reingehauen und hat seinen Schirms wieder. Na gut, und da hat sich's ja dann wirklich mal gelohnt. Oh, der Wett-3-Sniper ist in Trouble! Oh mein Gott, der Wett-3-Sniper, 0 Leben im Brand. Aber getötet. Eiskalt einfach mal getötet, ja, dafür ist er halt auch Wett-3. Try. Try, ja. So, also siegmarkentechnisch, die Deutschen haben jetzt... fast 60 Punkte abgezogen, also. Ja, das ist schon nicht schlecht. Innerhalb von 28 Minuten. Erstaunlich. So, die nächste Kalle schießt. Wahrscheinlich wieder auf die Sniper. Oh, oh. Ja, aber gut gesehen. Ja, diesmal hat es. Oh, aber auch unglücklich. Aber das ist natürlich noch. Ist natürlich noch keine Garantie. Aber dafür kriegt er jetzt einen Schreck-Full-Kill, denke ich mal, oder? Ah, er hat es nicht gesehen. Er wollte einen Rookie-Shot machen, glaube ich. Er hat ihn doch nicht gemacht.
So, dann wurde Das. gerade irgendwas zerstört von den Deutschen. Vielleicht eine 8-8 8-8 abgerissen. wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich abgerissen. Ja, der Amerikaner spielt sehr, hat in letzter Zeit sehr wenig verloren. Hat zwar seine Shermans verloren, aber er hat sie wiederbekommen und dadurch jetzt auch genügend Manpower, um eine zweite Carry auf dem Feld zu haben. Und das ist das Geheimnis einfach an der War-Maschine. Du hast zwei Shermans, Benutzer für alle Kriegsmaschinerie, kannst du mit Manpower speichern, Mount Manpower für die zwei Kallis zusammenbringen. Boah, wie viele Ritterkreuzträger, Wahnsinn, ey, da Oh, und die brauchen sie werden die Chance überfahren. jetzt auch. Ja gut, das Ja. ist natürlich. Oh, aber jetzt schießt er eine Pack und die Pia schießt auch auf den Schirm. Und Und der Schreck sollte. und. Oh. Und Ja, das aber das. war's für Schirm Nummer Das war 1. jetzt eine 8-8 in die Fresse. Und alle Kriegsmaschinerie wieder. Ja, Also aber zu diesmal spät. zu spät aufgepoppt. Okay, Zu wenigstens spät. einer. Ich Oh, denke die mal, Deutschen den haben jetzt nur hätten sie noch sich jetzt. 23 Siegmarken. Die Deutschen haben gerade beide Wow. zwei Siegmarken wieder verloren. Aber den Angriff eben, den hätte er sich halt einfach mal sparen können. Er wäre dann Ja, lieber das ein ist bisschen da. passiv geblieben und Ja. hätte das, wenn er angreift, hätte dann Wäre zusammengeschossen aus dem Stand. aufs Gleiche rausgekommen. Also, er hätte dann wenigstens die Chance nicht so verloren. So, aber die Ritterkreuze sehen da auch echt böse aus gegen das Flamer mit 1 Squad. Ja, die kommen halt so ein bisschen tröpfchenweise rein. Dadurch kann er die jetzt hier tatsächlich aufhalten, obwohl er nicht so die wirklich tolle Ja, aber Infanterie dafür ich hat. denke, die kommen tröpfchenweise rein, damit die Artillerie nicht mit einem Schlag alles scheitern lässt. Weißt du, was ich meine? Könnte sein. Auf der anderen Seite sind sie vorhin noch gemütlich zusammen rumgerannt, als in den Schirm dadurch gefahren ist. Aber Ja, stimmt jetzt allerdings auch. ja, auf jeden Fall haben der Hügel-Siegespunkt mal den Besitzer gewechselt, was nicht so verkehrt ist. Die Allies haben jetzt schon fast 100 Siegmarken verloren. Also es sieht ganz schön böse aus für die Allies. Oh, Wir haben auch schön das. in einem G-Bunker rechts gebaut, das sicherlich auch wichtig ist bei den Ja, Tickets dann. aber der Amerikaner kann es immer noch decappen. Und die Sniper sind ziemlich weit vor. Achtung! Ja, vor allem Ah, noch in negativer fast. Deckung. Ja, aber hat er Glück gehabt, dass die Volks nicht gefokust haben und das MG auch nicht mehr weiter geschossen hat. Das ist auch schon das zweite Mal, dass der Oh, sich sehr Bar glücklich verloren. rettet. Die Bar könnte wieder in amerikanische Hände geraten. Was macht der Schirm? Was macht der Schirm? Steht in 8-8 Range. Ja, könnte vielleicht mal hinter das Haus fahren, das wäre taktisch Ja, ganz aber geschickt. Aber er hat ja allein hat er Bombenmaschinen. noch immer noch genügend Munition. Jetzt hat er aber keine Munition mehr. Also irgendwann ist es auch mal wieder aus, ne? Ja, er hat jetzt auch ein paar Allied War Machines rausgehauen, wo er wirklich nur einen wieder bekommen hat. Das ist ja auf Dauer auch nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. Ja, aber er holt sich jetzt wieder seinen zweiten. Also ich glaube, er spielt immer gerne mit zwei Einheiten. Man merkt es auch. Er hat zwei Rifles, er hatte zwei Pioniere, zwei Sniper, zwei Kallis, zwei Shermans. Ja, okay. Ja. Er weiß, was er will. So ein bisschen wie Captain Price, der spielt ja nicht unter 5 Einheiten. Also immer gleich 5-mal auf den Knopf drücken, alles andere scheidet aus. Aber was der Firefly da macht mit seinem Zero Health und er fährt jetzt hinter die Panzerfallen, also er kommt da nicht mehr weg. Also das macht er gerade, ich glaube, das hat er nicht gesehen, dass sein Mate da Panzerfallen gebaut hat. Irgendwie nicht so gut. Da kommt er wirklich nicht mehr raus. Wenn er versucht rauszukommen, wird er zusammengeschossen. Das ist Rechts, ein das. bisschen bitter. Oh, das war unglücklich. Der Schirm hat rechts auf den Bunker geschossen und auch der Bunker stand auf einer Mine. Der Bunker hat so mit die Hälfte des Lebens mit einem Schuss verloren. Wer braucht denn einen Bunker auf einer Mine? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke, der Bunker ist Ah, einfach im stimmt. Eifer Ja, des ja, Gefechts ja, ja. gefallen. Der Bunker ist einfach so schnell hingebaut worden, Doch, ohne ich zu meine, ich überlegen. habe sogar vorhin gesehen, wie er die Mine gelegt hat. Ja, aber er lässt seinen Schirm schon wieder stehen, schießt auf den Bunker, obwohl er von dem Panzer 4 und von der Pack beschossen wird. Also. Er baut. Die Bar. Eiskalt. Ja, er weiß, was er will. Oder vielleicht doch nicht. Also jetzt sollte er mal wegfahren. Aber man merkt jetzt schon, dass die Oh, und jetzt. Achsenmächte langsam Oberwasser bekommen. Was? Aber was hat er jetzt gemacht? Er fokust den Bunker und kurz bevor der Bunker down war, fokust er den Panzer 4. Also. Ja, Bist du dadurch kommt dumm? der Bunker jetzt aus der Sache raus. Links sind wieder zwei Scharfschützen und in der Mitte sieht es auch nicht so günstig aus. Ja, aber die Ritterkreuze sehen doch da schon sehr tot aus. Ja, die sind tot. Da oben wird wieder Können die gekämpft an dem Scharfschützen vielleicht Stressspawn. auch nochmal schießen? Oder auch nicht. Siehst du, und so kommt er noch raus. Denke, es kommt aber bald ein Pershing. Also. Meinst du? Bei so vielen Verlusten ist er Na, auch schon ein gut Punkte gemacht. Oh, hat er. Park ist tot. Park ist tot. Halle wird 1. Na, ich denke mal, das Spiel, das hat sich schon kräftigst gedreht, also. Denke ich nicht. Ich denke, wenn jetzt der Pershing kommt und die Deutschen haben noch so viele Siegmarken zum Arbeiten, da kann die Kali noch alles entscheiden, denke ich.
Ja gut, Oh, kann noch, aber im Moment. die Priest ist. Oh Gott, die Priest ist ziemlich am. Oh, Und ja. ich höre eine zweite V1. Und eine Schreck. Oh mein Gott. So, diesmal beobachten wir mal die V1, wo sie diesmal reinfällt. Ins Meditech. Hast du das gesehen? Die Priest fährt einfach weiter. Die Priest fährt weiter. Fanny hat ungefähr 1 Millimeter daneben gestanden. Gerade da, wo die Schreck Ja. liegt. Cool, ja, also das mit dem V1, das klappt nicht so ganz, wie das gedacht ist. Denke ich auch nicht. Also ich denke, die haben sich durch die V1 etwas mehr erhofft. Hat ja auch nur 300 Munition gekostet. Aber dafür ein Medic Tent und ein HQ mal zerstört, also. Oh, jetzt kommen die Stukas gegen Calliope. Panzerschreck hat er jetzt einen Lieutenant aufgenommen. Da muss er, glaube ich, auch, weil die Einheiten anderen Einheiten alle nicht können. Er hat jetzt einen Haufen Recons ausgegeben, wahrscheinlich um an die Ja. Scharfschützen ranzukommen. Scout-Trupps können keine aufnehmen und Piats auch nicht. Es können bloß Brands und Gewehrgranaten des Schrecks aufnehmen oder Das ist Barf. natürlich eine traurige Entwicklung. Ja, aber jetzt hat er wenigstens mal wieder Infanterie auf dem Feld. Und der Deutsche hat nicht wirklich viel Anti-Infanterie auf der linken Seite. Ich sehe da bloß ein MG und einen Sniper, also. Nimmt jetzt auch, glaube ich, eine 88 ist decrewed, also auch nicht schlecht. Rechts sind zwei Schirmen, der Ami hat wieder zwei Schirmen und ein M10. Und die Sniper arbeiten jetzt auch in der Mitte, also jetzt die 88 beide entmannt. Ja, sehr Aber schön. oh, aber auf den Snipern landet was. Achtung, guck mal in die Mitte. Sieht das? Sieht das? Ich Oh Gott, sehe er gar sieht's. nichts. Ich habe da keinen Rauch jetzt gerade gesehen. Aber ich habe auch erst später reingeschaut. Ja, ich habe Rauch gesehen. Also bei mir war Rauch. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und da darf man sich auch ruhig mal über sich selbst beklagen. Das denke ich allerdings auch. Ich glaube, in der Mitte hat gerade der Puma die Priest ausgeschaltet, diese kein Leben mehr Priest. Oh ja, das denke ich auch. Auch das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Also jetzt geht es hier schon Schlag auf Schlag um für die Alliierten. Und es war nicht Ja, so. aber der Brite hätte mal oben mal wieder Cap. Ah ne, da ist auch wieder ein Bunker. Oh, das ist gemein. Oben ist ein Bunker. Weil die Mitte ist Taktisch komplett. geschickt gemacht. Ja, weil die Mitte ist komplett weg von den Deutschen eigentlich. Das sind bloß noch unentmannte F88. Und rechts die Ritter mussten sich auch retreaten. Ja gut, die haben halt auch nicht so viel. Das ist eigentlich nur dieser Britenblob, der jetzt hier noch lang rennt. So extrem viel mehr. Gerade bei Infanterie haben sie jetzt auch nicht. Ja, noch zwei Riffles, aber die haben beide kein Bett. Und gerade sehr wenig Kills. Oh, in der Mitte Bike gegen Puma. Und ein Puma. Oh, nach 8 gehört den Deutschen. Ist Und dir mal Self-Repair. aufgefallen, dass du konsequent Deutsche und Amerikaner verwechselst? Das kann sehr gut sein, ja. So cool, 8-8 gegen 8-8? Nee, doch nicht. Die 8-8 Nein, schießt. 8 auf Die hat auf 2. das Bike geschossen. Aber sie hat getroffen. Der Sie hat Amerikaner. getroffen, ja. Das war's. Ja. Also das war's wert. Der Amerikaner hat jetzt auch eine Kali verloren. Und er hat einen Pershing freigeschaltet. Ja, das war's nicht so ganz wert. Die andere Aber. Kali sieht auch nicht. Na gut, die hat ein bisschen Motorprobleme. Ja, aber das ist eine neue Kühlung, glaube ich. Feuer kühlt extrem gut. Oh, der Schirm kriegt aufs Maul dort. So, was macht der Amerikaner? Der hat jetzt schon irgendwie viel verloren. Ich glaube, er spart jetzt gerade auf sein Pershing. Oh, das super Volksquad ist down. Ich glaube, er hat jetzt auch Bett 1 auf seinen Infanteristen. Nein, er noch nicht. Ja, er hat das zwischenzeitlich aber mal wieder aufgenommen, die PL. Wie sieht das denn überhaupt beim Amerikaner mit Manpower auch gerade aus? Hat er da noch irgendwie was über? Nein, er hat jetzt gerade ziemlich viel wieder verloren. Also, er hat jetzt überhaupt kein. Er hatte gerade eben noch extrem viel Manpower, aber jetzt hat er. Er hat irgendwas gebaut, aber ich weiß nicht was. Ja, er hat sich eine neue Kalle geholt. Okay. Er hat nämlich war gerade kurz vorm Pershing, hat dann aber jetzt sich eine Kalle entschlossen. Er hat sich jetzt doch für die Kalle entschlossen. Bei so vielen 8-8, okay, verständlich. Ja, kann man nachvollziehen. Oh, jetzt verliert er sein vorletztes Riffle-Spot vielleicht. Ah, doch nicht. Aber neun Siegmarken, also. Und doch. Oh, oben ist ein Kommando-Truck da, Ja, Omega. also ich glaube, über Kampfkraft können die Alliierten das nicht mehr holen. Irgendwie, ich weiß nicht, hatten die ganze Zeit lang so ein schönes Spiel und haben es irgendwie geschafft, die Das Achsen Problem ist einfach, zurückzuhalten, aber. der Amerikaner hatte kein Riffle-Bet. Also, das muss man jetzt einfach mal sagen. Das letzte Riffle-Scope überlebt hat zwei Infanterie-Kills und hat sogar eine Bar verloren. Also, bitte, was haben die gemacht im Kampf? Nicht so extrem viel. Und jetzt Und verliert doch das einfach was. eiskalt weitercappen. Die zwei Sniper waren schon wichtig eigentlich in dem Spiel.
Immer noch Aber auf der jeden Fall Priester. wichtig, Aber gerade der bei Priester. der Oh, Fürsten. ah ne, die Kalli fliegt auf die. Ich dachte gerade, die Kalli schießt jetzt auf die Ritterkreuz in der Mitte. Auch das wäre eiskalt gewesen, aber wenn sie jetzt zumindest die mittlere Siegesmarke mal bekommen, dann haben sie ja die Gelegenheit. Echt, haben sie auch wieder. Oh, Sie haben auch noch aua! die. Sie haben auch noch die rechte Siegmarke. Dead Oh. Artillery. Ja, deshalb Ja, ja. aber Deshalb fliegt wäre es noch. ja so wichtig gewesen, damit die hier mal dafür sorgen, dass die letzten paar Tickets noch verschwinden. Und ich glaube, ansonsten wird das hier nichts mehr. Oben stirbt auch Boah. der Bunker oben stirbt auch der Puma. Was macht dein Puma? Siehst du den Puma zwischen der Army Ja, und der hinten hat der einen Base? Motor schon. Oh, rechts oben Schreck gegen Firefly. Firefly schießt aber bloß um den Bunker. Ja, Und das ist von. jetzt auch mal beflügelter Angriff, glaube ich, ne? Nee, das ist Vorderpferdeland. Stimmt. Der andere ist der Blitzspieler. Ja, die 88er. Okay. Oh, Puma ist down. Oh, eine Siegmarke. Ach du Scheiße. Das Ja, war jetzt jetzt knapp. hier, also bei den Achsen darf jetzt nichts mehr passieren, ne? Aber das ist auch die einzige Chance, die die Alliierten noch haben, das hier zu gewinnen, wenn du mich fragst, weil über Kampfkraft, wie Das gesagt, reden sie war sich aber nicht jetzt mehr. gerade aber auch extrem knapp. Hast du gesehen, eine MG hat den Punkt in der Mitte gekappt. Aber dafür kriegt jetzt rechter Schirm aufs Maul. Von dem Panther und von dem P4. Und der Per-Schirm fährt etwas dumme Sachen daher. Ja, Also das an wird dem. er wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Also an dem Vehicle Micro könnte der Amerikaner echt noch arbeiten, oder? Ich will jetzt nicht sagen, an allem kann er noch was verbessern. Gut, gut, dass du das nicht sagst. Er hat da noch einen Schirm und zwei Kallis, aber er sollte jetzt vielleicht mal in ja, sein Pershing vielleicht mal holen. Jetzt mit der MG. Die Alliierten haben jetzt wenigstens wieder oben, also. Ja, aber Wenigstens. die Achsen haben die anderen beiden Punkte gleich. Das Wichtigste ist jetzt, dass die Alliierten sich sammeln nochmal etwas und dann mal gezielt angreifen. Und jetzt nicht verschwenderisch dauerhaft reinsetzen, nicht. Das wird auch so eine Sache. Das Spiel, das hat sich in den letzten paar Minuten schon total zerfasert irgendwie, aufgetrennt. Ja, wie Und Maus. Beide das. verlieren, beide Alliierten verlieren einfach nur noch Einheiten, also. Ne. Ja, da Das merkt komplett man halt verloren. einfach auch, weil am Anfang hat das irgendwie alles super harmoniert, hat das richtig gut zusammengepasst und das ist jetzt schon seit einigen Minuten nicht mehr der Fall und man sieht ja, was dabei rauskommt. Ja, jetzt ist auch noch ein Schirm da und ganz unten Königsflieger ist auf dem Feld, Ach also. du Scheiße, ja, das ist Aber die. natürlich. Aber der Brite kämpft, der Brite kämpft! Und der Königstiger ist nicht wirklich der beste Anti-Infanterie-Killer. Na, Oh, er könnte mal probieren, Maus drüber zu retreat. fahren. Ja. Na, er hat sie retreaten lassen, aber die Hier ist auch Siegmarke ist gar nichts mehr. gekappt. Die Kallis, die sind auch ungeschützt. Da kann der Panther jetzt einfach mal gemütlichst reinfahren. Tut er ja auch, also. Muss man auch schon gerade dazu sagen, er tut's ja auch. Jetzt Ja. vielleicht der Lieutenant weiß auch nicht so ganz, was er machen soll. Läuft vor, läuft zurück. Aber Ja. er kappt wieder, er kappt wieder. Ja, das Sie ist ist mal. nachvollziehbar, ne? Er braucht ja einfach nur den Punkt und dann ist gut. Oh, und jetzt alles rein. Das könnte eng werden. Ja, da wird schon geschickt überfahren hier. Wenn der Ja, Königstiger nicht so oh, geschickt ist, ja, der König ja, hat das sich macht er hinten. eigentlich sehr gut. Oh, Da das ist drückt er richtig ihn knapp. einfach vor dem Punkt weg. Und die Oh, versuchen jetzt halt, war sie das ist weg. wirklich, das ist die gesamte Infanterie, die die Alliierten noch haben, die gerade versucht an diesen Punkt ranzukommen. Also all in. Ja, muss er auch, also das. Und wenn das schief geht, dann wird das sehr, sehr schwierig. Und ganz Oh, ehrlich. es könnte aber es werden. Siehst du das Recon Squad? Oh Alter! Gott. Alter, wie. Jetzt zieht er sich Alter! zurück. Ah, nee, rechts wurde gekappt. Oben wurde wieder gekappt. Ah, Ah. Scheiße, Mann, ich dachte, das wär's. Aber er hat oben, der Wehrmacht hat oben wieder gekappt. Oh, Mann, es war. Sonst wär's gewesen. Hätten die oben etwas Oh gehalten. Mann. Oh Mann, das können sie abhaken. Ja, der Riffler hat wenigstens seinen Riffle Squad. Der Ami hat seinen Riffle Squad nicht verloren. Na gut, ist die Frage, ob ihn das noch irgendwas bringt. Der Brite hat nur noch einen Typ in seiner Section. Ja, Holt genau. jetzt Das ist gerade. die gesamte britische Armee besteht aus diesem einen Soldaten. Ja, und der Was Amerikaner hat nicht jetzt so einen viel M10 ist. gebracht, der wohl sich versucht, glaube ich, oben mit Schrecks anzulegen. Also, entweder er sollte überfahren oder er sollte es lassen. Er fährt einfach nur vorbei. Vielleicht will er Auto. cappen. Ja, das. Er, vielleicht soll, er hätte vielleicht vier Jeeps bauen sollen und dann versuchen müssen, eine Siegmarke zu cappen mit den Jeeps. Jetzt, ja, der M10 macht, weiß nicht ganz, was er machen soll, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, vielleicht weiß er auch nicht so ganz, warum er den überhaupt gebaut hat. Das könnte natürlich auch gut sein. Aber der Brite capt die obere Siegmarke und da läuft ein Sniper. Oh. Ja. Ja, das wird er dann wieder nicht. Den Sollte wird er jetzt nicht nicht retreaten, bekommen. ja. Aber der M10 ist jetzt auch down, also. Ne, lebt noch. Was macht das?
Jetzt war es aber auch seitdem mit dem M10. Na, der bewegt sich Oh! auch gar nicht mehr. Der Kali ist tot. Aber die andere sieht auch nicht mehr so ganz taufrisch aus, aber Und Stuka kommt auch noch runter. ja, Stuka, Aber genau, aber die zu ist auch weit verfehlt. hinten, ne? Ja, die Stuka hat Wir verfehlt. sind ein Stückchen weiter vorne gewesen. Zwei Treffer und das Ding wäre weg gewesen. Ich glaube, es wäre sogar einer gewesen. So, also jetzt der Ami hat noch einen Riffle Squad mit 2 Kills, einer Bar und Pew Squad mit 0 Kills und eine Kali, also. Das Lustige ist, dass der Britta eigentlich relativ viel Manpower hat, aber er gibt jetzt nichts aus. Es geht jetzt bald auf die 600 zu. Oh, okay. Ja, Ich meine, es vielleicht ist ja safe. nicht so, dass er gerade was brauchen könnte. Er hat jetzt noch Vielleicht. zweimal Infanterie auf dem Feldkorrigierer ein. Und das sind alle Einheiten, die er hat. Ach Oh, ne, ein Lieutenant hat er noch. das sind die 2 Stukas. Die Stukas haben 16 Kills und 2 Panzer und 9 und einmal und 2 Panzer. Also. Ja, die haben schon ganz gut gerockt. Die haben vorhin auch den Flop mal ziemlich hart getroffen. Ist der Nebelwerfer noch am Leben oder ist er gestorben? Oh, Kali. Oh, ich weiß, dass Rechts, er mal rechts, ah, dequeued rechts. worden ist. Rechts neuer Bunker, neuer Bunker, also rechts ist zu. Ja, nicht nur ein Bunker, gleich zwei. Ja, Nicht man muss es schlecht. ja sicher machen. Nee, finde ich jetzt absolut richtig. Ich meine, Oh, wir reden hier von einem zwei Ticket, ne? Volks. Zwei Volksgrenadiere links. Ja, und hier wird Oh, einfach nur Kali noch ist alles down. vernichtet. Das war die Kali. Und Kali damit ist hat der down. Amerikaner noch zwei Einheiten. Sau stark. Er hat ein neues Riffle Squad gebaut, der Amerikaner. Ja, ich denke mal, da wird jetzt jeden Moment, genau. This sits over. Da ist das GG. Well played, hat er alles richtig gemacht. Ich glaube, da hat jemand meinen Namen geklaut. Was meinst du? Ja, ich, das bin ich. Ah, okay, das bist du gewesen, okay. Ja, dann sollen wir mal gucken, was so die Achsen so auf dem Feld hatten. Da ist der Nibbelwerfer übrigens. Ich guck mal zu diesem No Lucky Strike. Also, der hat einen Nebelwerfer. Hat er noch? Ist, glaube ich, auch sein einzigster gewesen. Ein MG. Na, Ein das. Pew, das wo ein Bunker in die Mitte baut. Eine 8-8. Noch ein Pew. Zwei frische Volks, die schon beide mehr Kills zusammen haben als die Riffles alle insgesamt, die mit mir zu spielen. Zwei Sniper und ein Schreck-Squad. Was hat denn der Herbrand Straktor Number S von 0? Was auch immer das für ein Namen sein soll. Was hat denn der? Drei Ritter. Die mehr Wo Kills sind haben die als denn? alle Ach ihren da. Einheiten zusammen. Ja, die haben sich schon gelohnt. Die sind ja auch recht früh gekommen, ne? Also der Ja, erste. also der Wehrmachtler auf der rechten Seite hat ja T2 geholt, hat glaube ich nur 2 Stukas geholt Und ein und Pack auf jeden Fall. ich glaube es waren 2 Packs. Ich glaube in der Mitte war auch mal eine Zeit lang eine, Ja, aber ich das glaube die kann ist dann sein. überrannt worden. Und sonst nichts, also effiziente Spielweise auf T4 würde ich mal sagen. Ja. Dann okay, der erste Panzer 4, wo der Wehrmacht da draus gehabt hat, der war echt ein Fail. Also sich so in die 2 Fireflies seitlich reinzustellen, das gehörte fast verboten. So, aber ein ganz lustiges Game, würde ich mal sagen. Ja, und das war wirklich knapp. Das ist Das erstaunlich, wie war, sie immer. aber ich fand das wirklich interessant, wie die Alliierten am Anfang haben die einfach, fand ich sehr gut zusammengespielt. Die haben eigentlich den Achsenmächten Ja, es. überhaupt kaum eine Chance für irgendwas gelassen und irgendwann ist das Spiel einfach angefangen, von denen auseinanderzufallen. Ja, das stimmt allerdings. Ich muss auch sagen, der LWS hat sehr viel verloren, indem er sinnlos mit seinen Sherman's reingefahren ist und seine Riffles. Muss man gar nicht drüber reden. Die Sniper haben gute Arbeit gemacht. Wett 1 und Wett 3 und Wett 2 Sniper. Ja, noch der eine Kontersniper war eigentlich sehr schön. Er hat so eine Eselsgeduld, hat er bestimmt 5 Minuten lang auf dem Feld und hat einfach gar nichts Ja. gemacht und hat eiskalt gewartet, bis er den Scharfschützen gesehen hat. Aber das ist Das auch fand ich schon wichtig. gut. War gut, aber der linke, der No Lucky Strike hat ja, glaube ich, 4 Sniper gebracht in dem Spiel. Ja, Dann besonders die ersten, die in der grenzt ja Artillerie gestorben die sind, in die die waren sehr Doppel-AT gut. reingerannt. Das war richtig stark. Ne, was ich immer sehr interessant finde, wenn ich jetzt gerade spiele, also nur mal so zur Info, ich war der linke Wehrmachtler. Wie jetzt echt? Ja, Ach du Scheiße, das ich hätte bin ich ja nicht neu. gedacht. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht eigentlich, aber mir fällt es jetzt gerade wieder ein. Okay, Ich ja, wusste doch krass. die ganze Zeit, das Spiel kommt mir doch bekannt vor. Mhm. Und jetzt habe ich gemerkt, das bin ja ich. Nein, das Lustige ist, wenn man das Spiel von der anderen Seite betrachtet, dann denkt man immer so, es waren es die gleichen Gegner, aber irgendwie waren die viel schlechter, als man so angenommen hatte. Hey, es war echt ein aufregendes Spiel, war extrem knapp, auf jeden Fall. Aber was ich erstaunlich finde, dass das in solchen Dingern immer drin bleibt. Ich hätte da, glaube ich, schon 15 Mal rausgegangen. Als Das regt mich Alliierter oder einfach als nur auf. Wehrmachtler? Egal. Ach, du wärst als beides rausgegangen, okay. Natürlich. Ich bin da sehr konsequent.
Ja, das muss man aber doch sein. Also wenn man schon einen Playstyle hat, dann muss man auch durchziehen. So sieht das nämlich aus. Der Königstiger in der Mitte sieht natürlich auch toll aus. Hervorragend. Muss mir unbedingt mein altes Skin-Pack wiederholen. Bloß das Problem ist, ich glaube, ich habe es gelöscht. Da kann man nichts machen. Alles klar, gut. Dann war Okay. das dieses Spiel. Ganz hervorragend. Ich muss sagen, das hat auch mit dem Kommentieren bei dir viel besser geklappt. Ja, es war Du ja auch bist nicht auf voll Englisch. lernfähig. Ich hatte auch ein deutsches Wörterbuch daneben. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Und habe mir noch ein paar Relativsätze angeguckt. Das können dann die Zuschauer beurteilen. In diesem Sinne, ciao, ciao. Bis dann.